Ab ist nicht, dann ist auf deine Anweisung. Ich hab jetzt keine Zeit für ein dummes Video. Mir muss jetzt eben fertig machen hier. Wie kommst du auf die Idee, dass ich ein Video mache? Ja, weil du die Kamera in der Hand hast. Hast du einen an der Waffe? Willig, ist dein Stroh jetzt gerade entzündet? Oh Mann, was hab ich hier für Chaoten? Ich wollte dich nur fragen, kannst du einen Kickstarter mit dem? Nee. Hast du noch gar nicht probiert? Nee, mehr ich auch nicht. Das ist ein Rasenmäher. Dann ist nämlich der Hauptgrund, wenn ich einen Kickstarter mache. Dann garantiert dir für, dann bricht irgendwas ab. Mach mal Kickstarter damit, Udo. Alter, du hast den ganzen Lenker rausgerissen. Hier. Ich hab's dir gesagt. Das ist doch nicht normal. Geh nicht, ist raus. Ich hab mir gedacht. Zieh ihn, hau ab. Ich bin sowas von dumm, auf dich zu hören. Warum machst du das denn auch? Ja, weil du... Warum ziehst du denn... Das gibt's nicht. Das kannst du nicht erfinden. Das kannst du auch nicht erfinden. Jetzt hab ich den ganzen... Oh, hier ist das nicht. Nee. Der ist ausgehakt, ist der. Den kannst du mir. Du hast den Trecker kaputt gemacht. Halt die Schnauze! Du hast den Trecker kaputt gemacht. Warum höre ich auf? Wieso ziehst du denn am Lenker rum? Weil ich den da vorne heben wollte. Das ist normal mit dir. Weißt du, ich höre auch noch so blöd. Alter. Ja, alter Falter. Wenn das der Vorstand sieht, Udo. Gott sei Dank gehört der Vorstand den Trecker nicht. Der gehört nur dir. Ja. Oh, du bist ich krieg 500 Euro. Wieso 500? Warum höre ich nur auf dir? Warum mag ich das? Warum tue ich das? Der lenkt ja gar nicht mehr. Aber jetzt kann jeder Zuschauer das beweisen. Das kann ich ja rausschneiden, das schneide ich raus. Lenk mal. Das geht doch nicht, der ist ausgehakt. Lenk mal. Der geht nicht, der ist da rausgehakt. Oh, 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 oh. Alter Udo. Ja, halt einfach die... Nee, einfach ruhig sein. Wird hier zum... Jetzt kann ich den ganzen Ding da hinten schieben. Weil ich ja nicht fahren kann. Scheiße ist das. Mein Gott, das ist wieder... Udo! Warum mach ich das eigentlich? Weiß ich nicht, Udo. Egal, was du in die Hand nimmst, es geht kaputt. Ja. Egal, was du machst. Ich mache auch gar nichts mehr in die Hand nehmen. Julio, das ist so lang, aber das kann doch nicht wahr der sein. Der ist ja nicht kaputt. Du kündigst das ja noch an. Das ist ja... Das ja. Dann ist das Schiff nicht, das wusste! Wie du so cool losgefahren bist. Ich wusste es wieder, was dann passiert. Jedes Mal! Tom! Und ihr braucht gar nicht so schäbig lachen, das ist jetzt passiert und braucht nicht. Nee! Ich höre auch noch auf ihn! Hör auf zu lachen, du Schimpansenbaby, du! Was lacht der Schäbig? Du hast so viel Schadenfreude. Nee, da muss ich echt lachen. Ich kündig's auch noch an. Tom, komm mal her. Tom, das kannst du nicht erfinden. Das kannst du nicht erfinden. Ich kündig's vorher auch noch an, weil er sagte, mach ihm Rili. Und da dachte ich ja. Und er hat den ganzen Lenker rausgerissen. Ich werde hier sofort von schlecht. Leute, das kann man sich nicht vorstellen. Ich mache es. Ich mache es auch noch so blöd, wie ich bin, weil ich den Spaß erlebe. Aber das ist ja kein Spaß mehr. Das Ding ist auseinander jetzt. Der ist ausgehakt, aber ich krieg den nicht wieder rein. Mir selbst ist von mir blümden umrandet, echt. Und dann muss ich gucken, hier, Anadonius, Anadonidas, oder wie der heißt, der Harald. Nick Adonidas. Ja, Nick Adonidas, der hat ja so ein bisschen Ahnung. Dann baut er den auf und setzt den wieder rein. Der ist nur ausgehakt, das habe ich gemerkt. Wieso höre ich auf ihn? Jedes Mal höre ich auf ihn. Und dann hat er sein Kanonenfutter wieder. Ich bin auch so blöd und mache es auch noch, weil ich den Spaß ja liebe. Aber das ist ja kein Spaß mehr. Das ist ja schon peinlich, ist das ja schon. Klar. Udo, sag es. Harald? Ja? Kannst du im Heikert kommen? Sag, was du gemacht hast. Wilke Zieren hat gesagt, mach doch im Rili mit dem kleinen gelben Rasenmäher, ja? Und dann habe ich ganz kurz, wollte ich das machen. Ich bin auch so blöd und habe das auch noch gemacht. Und dann habe ich den Steuer von Stieger rausgezogen. Was hältst du im Auge? Der Lenker hat unten reden, oder was? Ja, der hat jetzt keinen Kontakt mehr zu den Rädern. Hör auf, du Lang!
Und Harald, er sagte vorher noch, Wetten dagegen. Das kann man nicht erfinden, oder? Nee, vor allem sagte er vorher noch, ich mach das nicht, da geht eh was kaputt. Dann macht er es doch und reißt den ganzen Lenker raus. Nee, der ist drin, aber der hat die Kontakt nicht mehr zu den Rädern. Ja, das ist so sieben Luft da, da kann man nicht vorbilden. Ja, ich mache auch nichts mehr. Harald, ich kündige. Ich kündige sofort, ich werde ja auch keinen Handschlag mehr machen. Ich darf jetzt ja keinen Rasen mehr benutzen mehr. Ich kriege es. Ich kriege für mich. Ja, danke dich. Ich war hier so schlecht. Hier ziehen sie alle Möglichkeiten mittlerweile, hier Platz was zu tun. Ja, weil du alles kaputt machst. Weil ich auf dich gehört habe. Aber du hast doch kaputt gemacht. Ja, weil du blöd, Mann, weil ich so blöd bin und auf dich höre. Aber du hast kaputt gemacht. Jäschen, und das brauchst du nicht 70 Mal in diesem Video betonen, dass ich es kaputt gemacht habe. Ich bin so blöd gewesen und habe auf deine Anweisung so ein Reel versucht. Du hast es aber ja kaputt gemacht. Ich hab es nicht, das ist ja auf deine Anweisung passiert. Hier, da ist er raus. Hier, siehst du das? Du kriegst auch alles kaputt. So, und das ist das Ding. Und der muss jetzt wieder tiefer. Da ist er raus. Wie kriege ich den jetzt tiefer? Da ist die Stange, die Lenkstange. Der ist raus, hier raus. Siehst du das? Hier. Sehe ich nicht. Nee, weil du das nicht sehen willst. Aber wie kriege ich den jetzt wieder tiefer? Hat er den ja auf den Scooter? Der ist ja komplett rausgezogen, oder was? Udo? Ja. Wenn er gleich wieder geht, ne? Ja. Soll ich dir mal zeigen, wie man Wheelie macht? Nein, hier wird nichts mehr auf Anweisung von dir gemacht. Gar nichts. Aber schönes Wetter, ne? Ich hau dir gleich. Hey, sei einfach still. Geh einfach dahin, wo Kaffee steht. Udo. Nee, so eine verfluchte Scheiße hier. Nickadonidas. Ja, das ist ja... Der müsste weiter runter. Das sind ja Führungsdinger. Und jetzt weiß ich nicht, wo ich den... Er wollte einen Kickstart, aber er hat einen Lenker rausgerissen. Halt dich! Einfach ruhig sein! Aber wenn du die Führung nur so nimmst, soll ich da auch hinkommen. Ja, aber dann galt der nicht, ob die bezahlt hat. Nee. Heimut Deipe. Ja. Aber wo kriege ich den Deipe? Wie kann man die Blender hier abkriegen? Ich schaff das, Harald. Ich packe auch nichts mehr an, Harald. Ich verspreche es. Kriegen wir das schriftlich? Wenn du mal versprechen würdest, dass du nichts kaputt machst, dann... Ja, wenn ich so blöd bin und auf den höre. Wieso? Ja, du bist wirklich schuld, weil du auf ihn hörst? Ja, ich bin schuld. Ja, unfassbar. Ja, den kriegst du so nicht in der Haut. Den Modeipel. Ja, das sag ich wohl, aber wo kriegst du da rein? Du kriegst nicht die Deipel. Kugel. Udo, wie fühlt man sich eigentlich mit so viel Pech? Das ist unfassbar. Ich hab schon viel erlebt, aber ich habe auch schon jemanden gekannt, der hat wie vom Auto Lenkrad. Hatte ein Lenkrad in der Hand. Dann an der Bahnüberführung und kam nicht weiter. Das ist unfassbar. Aber Udo kriegt das noch getoppt. Udo. Nein! Udo. Kann man doch ohne liegen. Ohne kicken. Das ist auch wahrscheinlich verschluckt, oder nicht? Ja. Warte, ich fühle das. Kann man ja nicht einfach drüber hauen. Ja. Zieh den Hau ab mit der Kamera. Du hast mich heute 20 Jahre meines Lebens gekommen. Oh, hier. Udo, was jetzt? Schaums hier holen, das Ding hier rausklicken und dann nehmen wir das mal, schätze ich mal. Ja. Oh, jasses, nee. Was ist das für nötig? Emswasser. Mama, really? Nee! Du kannst mit deinem Scheiß alles mich in Ruhe lassen. Ich werde hier nichts mehr umsetzen, was du anforderst. Nee. Ihr habt den jetzt repariert? Der ist eingehakt, ausgehakt gewesen. Den hat Harald jetzt, weil der da sitzt so ein Simmerring drauf. Ja. Und der ist runtergerutscht. Und darum hat er geklemmt, den hat er ein bisschen gelöst, runtergedrückt, fertig. Ja, dann fahr ich jetzt auch rein. War schon wieder lustig. Nee, das war nicht lustig. Ein bisschen witzig war das. Ja, na gut. Aber komisch, ne? Ich kündige es vorher auch noch an und dann passiert wirklich was. Ne? So, weg da, komm, mit dem Knie weg. Jetzt kommen wir am Problem. Oh. Ich habe das Gleichgewicht verloren. Ja, das Gleichgewicht, halt ihn auf, nimm dich fest. Der will die Kamera da haben. Ja, dann muss die Kamera einen Stativ haben, oder was? Brauchst nichts sagen, ich weiß es schon. Wer hat dir jetzt schon wieder was gesagt? Harald, Nickadonidas hat gestern gesagt, wieso schmeißt Udo denn den Restrasen, den Verschnitt, neben den Container? Ja, was hab ich denn gesagt? Du hast gar nichts gesagt, du warst gar nicht da. Doch, ich hab gesagt, der Korb fährt nicht mehr hoch. Da ist irgendwas mit der Hydraulik. Das Lustige ist ja,
die Klappe von Hydraulik, das funktioniert. Ich kann den Korb hinten aufmachen, aber er fährt nicht mehr hoch. Ich weiß auch nicht, was da drin liegt. Also habe ich nur rausgeschmissen. Das muss ich jetzt wieder reinmachen. Oh, Auto macht dich aus. Was soll ich mit dem blöden Auto? Wollt Zabok das nicht schon lange abholen? Zabok wollte das schon lange abholen. Ja, dann wird's da mal Zeit. So, hier seht ihr das, ja. Ich müsste das in den Container rein. Ich habe das noch gar nicht den Rasen gefilmt. Film den Rasen. Hier. Rasen. Stinkt. Qualmt. Liegt hier neben dem Container. Ja. Negadoni das. Harald. Ja, bitte. Alles, was ich an Schälen, du? Ich habe Udo gerade erzählt, dass du mir erzählt hast, warum denn der Verschnitt neben dem Container liegt. Ja, ja, ich habe mich gefragt, was das, ja, was das soll. Ja, lustig ist. Moin, Moin. Weißt du, was lustig kann er nicht sein. Moin. Moin. Er fährt nicht raus, den Korb. Er macht nur die Klappe auf. Also Harald hat mir gestern übrigens auch was erklärt. Ich habe Harald nämlich eine bedeutende Frage gestellt. Ich habe zu Harald gesagt tatsächlich, wie kann das denn sein, wenn Udo dagegen fährt, dass der das Ding nicht kaputt ist. Normalerweise müsste der müsste ja kaputt sein. Habe ich auch ja gesagt. Nee, Harald hat mir das ganz logisch erklärt. Habe ich auch? Nein, das habe ich. Wenn du den hochfährst, liegt ja der Stahl direkt frei. Also nein, der liegt nicht komplett frei. Nein, Harald. Ja, ja, er fährt nicht hoch. Ja. Wir reden jetzt schon vom Trecker, ne? Nee, von dem Korb. Udo fährt hoch, das funktioniert. Ja, ja, ja. Warte auf, Nick Adoni das. Ja. Er fährt nur die Klappe auf. Er fährt also das kommt auf Teil. Ja, hinten die Klappe. Dies Teil so hebt sich ja an eigentlich. Ja. Das tut er nicht. Hat das jemand mit den Hydraulik denn, ja? Ja, ich weiß es nicht. Sind die Schläuche so richtig angeschlossen? Ja, richtig. Die kannst, das ist egal. Kann man nicht verwechseln. Nee, kannst du nicht verwechseln, dann hast du nur... Aber du hast zwei verschiedene Ventile. Nein. Du hast das Problem ist bei denen, wenn du jetzt umwechselst, dann hast du nur einen verkehrten Handgriff, wollen wir mal sagen. Ja, mach ich ja. Längs hast du eigentlich den Korb. Ja, ja, ist egal. Und dann auch mal ist aber du hast zwei verschiedene Ventile. Du könntest das tauschen und sagen, versuch mal, ob hier nicht in Ordnung ist. Richtig. So, mal. Ich habe einmal gefahren, konnte ich in den Container schmeißen, beim zweiten Mal genug. Also genug, er machte nur. Genug ist nie gut. Er machte nur Wer machte jetzt Harald oder du? Nee, das Ding hier. Wie war das Geräusch? Und da ging er nicht hoch. Jetzt hat er genug gemacht. Gnuck. Gnuck und ist mir ganz ist nicht aufgefallen. Gnuck. Gnuck ist ganz schlecht. Kommt er da. Jetzt hört mal zu. Gnuck Tesch. Mir ist nämlich aufgefallen. Udo Gnuck Tesch. Udo Gnuck Tesch. Oh ja. Mir ist nämlich aufgefallen, jetzt mal in sachlichen Ton. Der steht jetzt oben. Eigentlich müsste der Korb hier oben stehen. Und der geht nicht mehr höher. Wer steht jetzt oben? Der Hebel für die Hydraulik. Ja. Das ist jetzt das Hydraulik-Moped. Ja. Und nach unten heißt das auch unten. Dann ist er eigentlich so wie jetzt. So siehst du, jetzt ist er runtergefallen. So, jetzt ist er ganz unten. Und hier mit vollem Körper. Und dann fahre ich damit hoch, eigentlich, quasi. Und der geht nur noch ein Stückchen vom Boden. Das sind natürlich Mauern. Und das ist einmal hier dem Mähwerk hochfahren oder runterlassen. Und das ist das andere Ding. Einmal nach unten ist Korb aufmachen, rausfallen lassen und einmal hier ist anheben. Das ist die geile Handbremse. Und das ist die geile Handbremse. Hat das aber nicht. Ja. Ich würde einfach mal auf Duschen. Du kannst wegen der Hydraulik, ne? So die Uklau wählen. Meinst du das? Ja, das passiert ja nichts. Mal gucken. Sehe nichts. Ja, Nebel. Weil das ist komisch. Jetzt hat dann irgendwas mit dem. Oh, oder? Was ist denn das Seil denn? Kannst du hier so eine Bremssaal hier so schmal sein, gleich wie Dürre. Hier meinst du. Oder wir haben den verkehrt aufgehängt. Hat Udo so ein Rohr und dann hat er gebogen. Guck mal, so sieht das Ding von innen aus. Ich sehe jetzt, hier fehlt der Stift. Ja, das macht nichts. Das kann ich aber trotzdem. Ich hab hier noch extra welche da. So, genug. Wenn der kaputt wäre, ne? Dann würde der sich auch hier nicht aufmachen. Aber jetzt sagt der Harald, er hätte zwei verschiedene Schläuche. Vielleicht müssen wir Willi mal tauschen und sehen, ob der dann auch hochfährt. Wie soll ich das ruinieren? Der kann doch gar keinen Schaden abbringen. Du hast doch ganz Stahl verbogen. Da kann auch sein, dass er mehr abbekommen hat. Ja, wenn ich gleich bei dir was abbiege, dann hast du alles verloren. Das Ding hängt doch auch komplett schief dahinter. Oder bin ich blind? Schreibt das gerne mal in die Kommentare, Leute. Guckt euch das mal an. Irgendwas stimmt bei dem Moped ja nicht. Das ist ja alles kreuz und quer. Hola, Udo! Du bist so alt. Du weißt doch, dass ich komme. Was? Ja, ich war jetzt vertieft. Weil ich habe jetzt festgestellt, wir müssen auch eben die Gummis nachhauen. Die haben sich auch schon wieder gelöst. Dann ist alles halbherzig. Der war ja zur Inspektion
und solche Dinge. Wie kann sich so ein Gummi denn lösen? Das frage ich mich dann immer wieder. Ne? Ihr wisst ja alle, Platzwart ist wie Krieg. Und man will irgendwas anderes machen, jetzt muss man dies wieder machen. Und das nervt mich unwahrscheinlich. Ich komme nichts weiter. Jetzt muss ich mich um diese Sachen kümmern. Hier, jetzt komm mal ganz kurz her. Hast du das schon gesehen hier? Ja, das ist ziemlich dunkel, das sehe ich gerade nicht. Das siehst du doch. Ja, dann muss ich die Belichtung noch umstellen. Ja, aber guck mal, wie das anschimmelt denn. Wenn das, ich sehe das ja nicht, ich muss die Belichtung umstellen. Ich belichte dich gleich. Da kannst du aber hingucken, dann hast du keine Belichtung mehr. Stell die blöde Belichtung um und stell, nicht bestell. Stell die blöde Belichtung um und stell da rein. Wo schimmelt der jetzt? Ja, da oben, das sieht man doch, das ist doch weiß. Ja, den müssen wir mal sauber machen. Ja, den mag ich jetzt auch sauber. Muss ich sauber gemacht werden. Hau da nicht drauf! Was ist das denn? Was? Hier. Das sag ich doch, das Gummi, das geht lose. Das mach ich jetzt fest. Mann, oh Mann, oh Mann. Da musst du auch kleben, Udo. Nee, das kann man nicht kleben. Kannst du nur drauf drücken. Lass mich jetzt in Ruhe Trecker sauber machen. Ja, lass ich dich doch, oder lieg ich dazwischen? Mach, das machst du hier nicht. Du machst ja jedes Mal alle 10 Sekunden eine Frage stellen. Ich bin ein interessierter Mensch. Ja, du bist ein ganz interessierter Mensch. Und du weißt genau, wenn du mir nämlich Fragen stellst, dann komme ich durcheinander. Und dann mache ich vielleicht wieder einen Fehler und dann hast du wieder was zu lachen. Denn weil du der einzige Mensch der Welt bist, der es hinkriegt, mit dem Schraubenzieher so eine Ansaug. Der saugt doch an, also ansaugen. Ja, aber das kann ja auch ein Absaugen sein. Ja, Absaugen kannst du auch nennen. Also, was ist denn jetzt? Ja, wir einigen uns auf Absaugen, komm. Du bist auf jeden Fall der einzige Mensch, der da mit einem Schlitzschraubendreher drin rumkratzt und das ganze Ding wieder in Schutt und Asche nimmt. Nee, das mach ich nicht. Lass bist du an deine Initialien am Einritzen? Oh, wah! Oh, wah, das hast du gleich woanders. Na, Udo, hast den Trecker wieder voneinander weg? Oh, wah! Hau ab mit deinem Oh, wah! Ja, lange nicht gemacht. Was? Lange nicht gemacht. Nee, lange nicht gemacht. Dann machst du gar nichts mehr. Bist du jetzt echt mit der Drahtbürste am Rum? Ja, ich muss die Regel noch sauber machen. Alarm! Dann kann ich dir doch vernünftig einpressen. Alarm! Mann. Dann kannst du Fragen stellen. Wollt ihr mit der Klobürste machen oder was? Bio-Poi. Siehst du, schön sauber, dann geht das auch. Kannst du nicht mit irgendwie was anderes da reingehen. Auch irgendwie langweilig gerade. Ja. Dann ist eben mal Arbeiten sind da, ne? Oder sollen wir Rasenmähertrecker anzünden, dass du Action hast? Hat wer Action? Ja, da wäre Action. Dann ist bei dir das. Dann hier, dann, haha. Jetzt hat er einen Rasenmäher. Zack, zack. Nicht sicher, ob du mit der Drahtbürste da an der. Mir ist auch gleich nicht mehr sicher, wenn ich dir die Drahtbürste durchs Gesicht ziehe. Ist mir nicht mehr sicher. Udo? Ja. Udo? Ja. Wir sehen uns morgen wieder. Ich hab keinen Bock mehr zu filmen. Ja, seh einfach zu, dass du wegkommst. Udo! Was willst du? Du lässt dich auch so leicht triggern. Ja, hör auf! Lass mich einfach arbeiten! Jetzt hör auf mit Udo! Ich muss auch diese Arbeiten machen! Ja, dann mach deine Arbeiten doch! Ja, mag ich jetzt. Doch bist du wieder schlecht drauf. Kann der Zuschauer auch mal ruhig sehen, wie du drauf bist. Nein, das bleibt alles liegen! Udo, das ist deine Aufgabe. Richtig! Und was soll ich machen? Mitten in der Nacht oder was? Kannst du jetzt auch wieder mal gute Laune haben? Nee, das hab ist ja unerträglich. Hast du einen Furzquersitz oder hast du heute Morgen irgendwie ein Leberwurstbrot gegessen oder was? Lächel doch mal wieder. Ich hab ein Brötchen geholt. Ja, du bist jetzt schlecht drauf, Junge. Das ist ja nicht mehr normal. Ja. Weil das genauso mit dem Rili. Da kriegst du jetzt mal schon Strafarbeit für. Warum liegt denn hier eine Leiter? Ja, weil ich hier nicht zu nichts komme. Das muss wieder vernünftig aufgehängt werden. Das andere muss ein bisschen rübergeschoben werden. Ich komme hier zu nichts. Ich habe doch eine Strafarbeit für uns beide. Was denn? Der ganze Rasenverschnitt, den du da hinten liegen lassen hast. Ja. Dann, den können wir mit der Hake. Ja, das können wir gleich. Und danach kannst du ja hier mit der Sense. Danach. Und bei so mir. Machst du das nicht wie in dem einen Video, wo der Typ die Hecke anzündet von seiner Vermieterin? Das habe ich auch schon geschafft. Ja, man macht das. Kippt doch einfach hier Benzin drauf. Naja, vom Wegen. Bist du bescheuert? Was schätzt du, was kostet sich das, wenn die ganze Wallhecke inklusive Bäume in Brand setzt? 50, 60, 70.000 Euro. Da kommst du nicht mit hin. Doch. Also pro, oh nee, warte, pro eine Eiche fällt. 50.000. Bis zu 50.000 Euro Strafe, liebe Leute. Ja, ernsthaft, das sind ja uralte Eichen auf der ostfriesischen Wallhecke. Ja, Bestandsschutz wie Sau. Ja, aber der Anstifter, der bekommt mehr. Ich hab ja nicht angeschnallt, schneide ich ja raus. Meine Aufnahme, wie du hier Benzin auf den Wald kippst. Sagen die Leute, ist der durcheinander, der Tesch? Ja, der Tesch ist nicht durcheinander. Der Tesch ist momentan, er muss sein Dach zu Hause decken, also sein Schuppen decken. Ja, warum machst du das denn nicht? Weil ich keine Zeit habe, weil ich nur hier bin. Stimmt doch gar nicht. Ja, komm her. Du musst aber aufhören auszurasten. Nee, du musst aufhören. Nee, ich muss immer aufhören. Ich habe gerade ganz normal zu dir gesagt, Udo, wir müssen den Platz bewässern. Ja, aber das hat 4 Tage geregnet. Der ist aber doch trocken. Der ist trocken, Udo. Gestern war deine Aussage, wo die Jugend da gespielt hat. Oh, das ist zu nass, da werden Löcher jetzt. Was passiert jetzt gerade? Der wird gemäht. Und? Und dann werden die Löcher gestopft. Und?
Und da wird das Gras da drauf angeballt. Und dann willst du da trocken liegen lassen. Nee. Das siehst du. Wir hören auf, darüber zu diskutieren. Ja. Wir verbringen die Hälfte der Videos nur damit zu diskutieren. Ja, richtig. So. Heute sowieso nicht mehr. Aber erklär mal jetzt. Was soll ich jetzt schon wieder erklären? Ja, du solltest mal erklären, weil ich das ja vorhin auch gefragt habe, wie das funktioniert mit dem Wegsensen an den Wallhecken. Da darf man nicht durchgehend dran. Nein, ich darf da zweimal im Jahr dran. Das ist die Anordnung vom Landkreis. Und jetzt ist das erste Mal, dass ich das jetzt mache. Und dann darf ich, glaube ich, im November nochmal. So nach November? Irgendwie im November. Dann tun wir den nochmal mit. Also zweimal im Jahr darfst du das. Mehr darfst du nicht. Aber ich mache jetzt nur so. Und hier muss ich ein bisschen. Und wie ist das mit der Seite vom Nachbarn? Nö, das machst du selber. Da geht mir nichts von an. Also ich weiß nicht, wie die Verhältnisse mit dem Grenzstein sind. Gehört der Wald komplett zum Sportplatz oder die Hälfte? Aber dann Hälfte. Bist du ja auf dem Grundstück vom Nachbarn. Ja, und da gehe ich ja nicht hin. Das weißt du ja. Nee, da haben wir ja auch nichts zu suchen. Nee, darum. So. Wo ist denn meine Forke? So, jetzt hier zum 28.534. Millionen Mal. Du hättest das Ding wieder fast in den Füßen. Nein, die ist weit genug weg. Die habe ich dir da hinten erzählt. Die steht neben dem Container. Da steht ein Forke. Wenn irgendwann was runterfällt, dann können wir das hoch. Ist da wirklich eine Forke? Ey, Zieren. Ja, ich frage. Ich weiß es, weil ich die gestern benutzt habe. Ey, hier sieht das aus. Ja, ich weiß es, Wicke. Ich weiß es, das brauchst du mir nicht sagen. Seit 3 Monaten soll der weg. Der wird heute rausgeschoben, da vorne hin, da wird alles gemäht erstmal. Ja, dann müssen wir 3 Wochen wieder hier wegschieben, damit wir hier mähen können. Der wird innerhalb der nächsten 14 Tage ist der verschwunden, sonst werde ich den auseinanderschneiden. Da kannst du aber hingucken. Tom, jetzt sag endlich den Zabok Bescheid, dass das Ding wegkommt, den Lupo. 14 Tage gebe ich den noch, dann schneide ich den mit der Nagelschere auseinander, da kannst du hingucken. Ja, ich bin so wütend darüber. Das geht wirklich seit 3 Monaten. Ja, ich hol den. Und der wird nicht abgeholt. Irgendwann reißt doch weg. Wir sind hier doch kein Schrottplatz. Ja, dann sonst müssen wir wieder Dings anrufen. Was ewig hält, bringt nee kein Geld. Ja, Onkel Nee. Onkel Nee holt ihn wieder. So, diese Dinger, das sind solche Grassteine sind das. Ja. Das wächst dann immer durch. Das soll jetzt um den Parkplatz einmal drum zugemacht werden. Dass die nicht immer solche Kuhlen fahren. Verstehst du mich? Ja. Ja, warum? Was ist das denn für eine Aufgabe? Ja, einmal. Da bist du ja ein paar Monate dabei. Ach, hör doch auf, da wird ein bisschen rausgeschubbt und da kannst du sie so reinlegen. Aber das reicht doch gar nicht aus. Hier ist eine Palette, da ist eine Palette und da vorne steht auch noch eine halbe Palette. Da kannst du wohl so einen Ring drum zumachen. Ach, am Rand willst du nur. Ja. Ich dachte, die ganze Grünfläche. Nein, weil sie den Ring doch immer die Kanten da abfahren. Darum geht's mir hast doch. Hast du den alten Herrn das schon gesagt? Ja, die alte Herrn hat sich den auch schon beguckt. Und? Ja, weiß ich nicht. Ich muss nochmal nachfragen. Siehst du, und das ist dann immer, das ist ein Ehrenamt, das hat ja. So, jeder macht das freiwillig. Und die müssen dann auch mal Zeit finden. So, und jetzt lass uns aufhören zu diskutieren. Diese Scheiße, die stinkt wieder, das ist wieder voll Mist. Ich bin auch ein Bauernhof, bin ich hier. Wo ist die andere Forke? Da! Satan, mal, so blind kann man nicht sein. Nee, das gibt's nicht. Geh hin und hol dir eine Brille. Die frisst dich gleich, die Forke. Hier ist aber ziemlich viel Rasen, Orwa. Ich hau dir gleich den Orwa, ne? Grasmäßig durchs Gesicht. Dann hast gleich ja, aber das sieht ja hier wieder aus. Ja, was soll ich denn machen? Die Hydraulik vom Trecker. Die Klappe geht auf, das andere, der fährt nicht hoch. Jetzt war er da. Das hat irgendwas mit einer Stange zu tun, die nicht umschaltet. Jetzt die bekannte Umschaltstange. Ja, das ist, habe ich nichts kaputt gefahren oder was, das kann mal passieren. Ausnahmsweise nicht. Nee, ausnahmsweise mal nichts kaputt gefahren, das kann mal passieren. Nach 12 Jahren, so alt ist der Trecker, dass die mal klemmt. So, jetzt holt er den ab und er stellt das neu ein und dann funktioniert das auch wieder. Okay. So, und jetzt lass uns von Diskussionen kommen in nichts rein. Jetzt fangen wir an. Versuchen wir, auf die Forke zu kriegen, auch bei dir. Boah, jetzt kommt die Hitze raus. Boah, was stinkt die? Wieder was geschafft. Rest tun wir zusammenhaken und dann rein. Das ist auch eine anstrengende Arbeit, ne? Ja, das ist. Das erleichtert doch sehr mit so einem Fangkorb und dann rein, ne? Das ist schon knuin. Aber. Wie haben Sie es denn früher in der Landwirtschaft gemacht? Wir haben alles mit der Hand gemacht, ne? Alles. Und da sahen die aber ja auch nicht so mettig und marzipanisch aus wie wir beide. Nee, da hatten die wirklich. Da konntest du das sehen. Dass die mit 50 älter aussahen als wir heute mit 50. Weil das ja gar nicht 50. Oh, Entschuldigung, habe ich die älter gemacht als du bist? Ja, gut. Der Hauptplatz wurde in seiner reinsten Herrlichkeit gemäht von Torben heute. Guckt euch das mal an. Sieht der gut aus oder sieht der gut aus? Das dürft ihr mal ganz gerne in die Kommentare schreiben. Das sind nun keine Maulwurfshügel, sondern habe ich gemacht. Ein bisschen besandet, wo wir noch undichte Stellen haben. Das wird gleich eingerakelt, Rasensaat drauf und eine Walze drüber mopetiert. Damit wir schön ebenes Ergebnis erzielen. Handrakel! Rasensaat! Handwalze!
Muffi. Ja. Was geht? Ja, ein Schiermann, ne? Ich war schon beim Hauptplatz. Haben wir fertig. Schön. Schier, wa? Ja, hier. Das ist auch Schier, ne? Das ist so. Jetzt sieht man auch die neuen Bäume, die sie gepflanzt haben, die wir pflanzen mussten, über dem Landkreis. Ach, die war so dicht gewuchert? Ja, das war komplett dicht gewuchert. Ja, das sind die neuen Bäume, die wir setzen mussten. Die waren komplett zugewuchert. Die habe ich jetzt alle freigeschnitten, ne? So ein Feingefühl hast du? Ja, natürlich. Der Chirurg. Ja, der Chirurg. Bekannt für seine messerscharfen Entscheidungen. Richtig. Da ist aber ein Band. Messerband. Ja, dann fährst du ein bisschen mit Gas runter und dann ganz eben dran. Und dann ist das so. Ich habe keine Verletzung. Achwagen, Platzwart, ne? Achwagen. Ach Jahre. Platzwart. Ihr kennt sich auch mit den feinmethodischen Pflanzen, ne? Da musst du ganz vorsichtig. Wie bei Bienchen. Vorsichtig. Ja, hier. Siehst du, da ist noch zugewuchert, das wird auch freigemacht jetzt. Irgendwo sitzt hier noch einer. Ja. Aber nur als Frage, musst du da oben nicht auch noch sensen? Ja, habe ich doch gerade gesagt. Ja, aber das ist ja Blödsinn, dass du es weghakst. Nee, ich habe den Weg erstmal freigemacht. Achso, ja, cool. Und das andere mache ich. Wir schaffen wieder richtig was. Aber das ist jetzt das Killerwetter. Es wird Sommer und dann macht es auch richtig Spaß, hier zu arbeiten. Und vor allem macht es auch Spaß, Videos zu drehen. Ja, richtig. Wenn das so ein Wetter ist, ist es geil. Ich hatte heute Morgen schlechte Laune, glaube ich, ne? Wow. Du fängst hier wieder an rumzuschreien. Also manchmal muss ich auch ganz ehrlich sagen, da muss der Zuschauer auch mal wissen, ist das nicht ganz so einfach mit dir? Also ja, aber auch nicht mit dir. Ja, aber du fängst jetzt auch manchmal wirklich grundlos an, jemanden anzuschreien und bist beleidigt und du lässt eigentlich dazwischen kommen. Und weißt du, was Harald Klasen zu mir gesagt hat? Nee. Nick Adoni, das hat zu mir gesagt, das kann auch Udos Taktik sein. Einfach laut sein, schreien, dann sagt der Nächste nämlich gar nichts mehr. Und das Gefühl habe ich manchmal auch bei dir, da muss ich auch mal ehrlich sein. Du fängst ja einfach an zu brüllen und du lässt eigentlich dazwischen kommen. Ja. Aber scheiß drauf, wir beide. Wir sind beide gleich. So. So, und jetzt ist gut, Frieden. So, Frieden. Hier, wir müssen den Kunststreuer. Ja. Der kommt hier vorne hin, wo das schwarz ist. Da wächst sowieso kein Gras, den müssen wir gleich umsetzen mit drei Mann. Den könnten wir ja mit dem Trecker umsetzen. Nee, wenn das er ist nicht kaputt Blödsinn. Der Trecker ist nicht kaputt. Da ist nur ein hydraulischer Verschluss, klickt nur noch. Aber das können wir mit drei Mann, wenn Torben jetzt kräftig. So, wann nun? Torben, du alte Drecksau! Jetzt hau ich dir auf welcher Art, dann kannst du nicht. So, gut. Komm hier. Ja, warte. Noch einmal, komm. So. Wieder eine Aufgabe geschafft. Ja. Warte einen erfolgreichen Tag. Ja. Guck mal, Udo, eine Pusteblume. Komm mit deiner Pusteblume, ja, und gleich um den Hals. Du kannst durch die Gegend pusten, das Ding da. Udo.